Man hat uns in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt, dass zu viel Cholesterin in unserem Körper dafür sorgen kann, dass wir ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, für Krebs oder Schlaganfall bekommen und dass sich sogar unsere Arterien verstopfen können. Und die Diätdiktokraten haben deshalb uns angewiesen, eine fettarme und cholesterinarme Ernährung zu uns aufzunehmen, damit wir eben diese Folgen, um eine Herzerkrankung zu bekommen, reduzieren können. Und stimmt es wirklich? Ist Cholesterin hauptverantwortlich für Herzerkrankungen? Und ist Cholesterin wirklich so gefährlich, wie es immer in den Medien oder von den Doktoren und Wissenschaftlern angepriesen wird? Diesen beiden Fragen werden wir uns nach dem Intro stellen. Zuallererst kommen wir mal zu der Hypothese Herzinfarkt. Also wie entsteht überhaupt ein Herzinfarkt? Also wenn deine Arterien verstopft sind, dann kommt kein Sauerstoff und kein Nährstoff mehr zu deinem Herz hin. Und dann hast du einen Herzinfarkt. Also bedeutet, wenn du jetzt viele Verletzungen in deinen Arterien hast, dann muss dein Körper das wieder zusammenflicken. Also sendet er Cholesterin und Kalzium aus, um halt eben diese Verletzungen zu flicken. Weil wenn er es nicht tun würde, dann könntest du von innen verbluten und würdest sofort sterben. Und das möchte dein Körper auf jeden Fall nicht. Deswegen tut er halt eben das Cholesterin rein, damit das Cholesterin deine Verletzungen flicken kann. Also deswegen ist es schon auf jeden Fall positiv. Wenn du aber zu viel Cholesterin hast, also zu viel Cholesterin sich da in dieser Arterie anbaut, dann kann es dazu führen, dass halt eben deine Arterien verstopft werden. Und das kann vielleicht zu Herzerkrankungen führen, beziehungsweise zu Herzinfarkt. Also du hast bereits herausgehört, dass ich vielleicht gesagt habe, also dass Cholesterin vielleicht Herzerkrankungen oder Herzinfarkt verursachen kann. Und jetzt beschäftigen wir uns damit mit den drei Punkten, weshalb diese Hypothese Herzinfarkt, also dass Cholesterin Herzinfarkt verursachen kann, angreifbar ist. Okay, let's go. Punkt Nummer 1, also die Plaques, die halt eben in deine Arterien angelagert werden, um halt eben diese Verletzungen in deine Arterie zu flicken, bestehen nur aus 1% aus Cholesterin. Also schon allein da ist es schon komisch zu sagen, dass Cholesterin hauptverantwortlich ist für Herzinfarkt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2. 50% der Patienten, die einen sehr hohen Cholesterinwert haben oder einen hohen Cholesterinwert haben, bekommen Herzinfarkte. Und die anderen 50% der Patienten, die einen niedrigen Cholesterinwert haben, die bekommen auch Herzinfarkt. Also jetzt kann man auch nicht sagen, dass halt eben Cholesterin hauptverantwortlich ist für Herzinfarkte. Und Punkt Nummer 3. Die Naturvölker. Wenn wir uns die Naturvölker angucken, wie zum Beispiel die Maasai oder andere Naturvölker, dann haben sie einen hohen Cholesterinwert über 350. Und wenn wir den Cholesterinwert von uns nehmen, der durchschnittlich bei 200 liegt, dann erweisen wir zum Beispiel komischerweise mehr Herzerkrankungen, mehr Krebs, mehr Schlaganfälle und so weiter, als jetzt zum Beispiel die Maasai oder andere Naturvölker. Also die erweisen halt kaum Zivilisationskrankheiten und leben gesünder und ernähren sich trotzdem cholesterinreich. Also da muss schon auf jeden Fall irgendwas nicht stimmen, dass man sagt, dass Cholesterin hauptverantwortlich ist für halt eben Herzerkrankungen, Krebs, Schlaganfälle und so weiter. Not bad, not bad. Und wenn du dir immer noch unsicher bist mit den Punkten, die ich dir gerade eben genannt habe, da möchte ich dir auf jeden Fall die Studie näher bringen namens die Framingham Heart Studie. Das ist eine Studie aus der Stadt Framingham aus Amerika, wo mehrere tausende Studienteilnehmer hergenommen wurden. Man hat der einen Hälfte aufgetragen, sich sehr fettreich und cholesterinreich zu ernähren, wenn man der anderen Hälfte aufgetragen hat, sich sehr fettarm und cholesterinarm zu ernähren. Und man hat dann über Jahrzehnte hin herausgefunden, weil die Studie läuft bis heute, dass quasi die Leute, die sich fettreich und cholesterinreich ernährten, dass sie halt eben viel gesünder waren, weil sie halt eben noch dazu viel Sport trieben und wenig Gewicht hatten, dass sie halt eben gesünder waren als die, die sich fettarm und cholesterinarm ernährten. Und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, was es mit Fett und Cholesterin auf sich hat und wie viele Studien es dazu gibt, dass halt eben Fett eigentlich gesund für uns ist und auch Cholesterin gesund für uns ist, dann kannst du auf jeden Fall ein Video von mir angucken, das ich hier oben in der Infokarte verlinkt habe. Nice. Gut, jetzt weißt du, dass Cholesterin nicht hauptverantwortlich ist für Herzerkrankungen oder Herzinfarkte. Jetzt stellen wir uns aber die Frage, ja, was ist eigentlich das Cholesterin? Cholesterin ist nämlich lebensnotwendig für dich. Also wenn du kein Cholesterin im Körper hast, dann stirbst du. Denn Cholesterin ist ein wichtiger Baustein für unsere Zellmembrane und es hält die Struktur unserer Zellen zusammen. Und Cholesterin wirkt auf jeden Fall antioxidativ. Das bedeutet, dass es deine freien Radikale bekämpft, die dafür sorgen, dass du Krebs oder Herzerkrankungen bekommen kannst. Zudem ist Cholesterin auch eine Vorstufe von Vitamin D-Produktion und von der Produktion von Sexualhormonen wie Testosteron
oder Östrogenen oder auch Hormonen, die dein Herz schützen oder Adrenalin oder auch Glückshormone. Dann ist auf jeden Fall Cholesterin sehr wichtig für deinen Darm und vor allem für dein Gehirn. Denn das Transportprotein LDL sorgt dafür, dass halt quasi dein Cholesterin über dein Blut in dein Gehirn gelangt. Und dein Gehirn arbeitet am besten, wenn er genug Cholesterin hat und vor allem Fette. Denn Fette sind Energielieferant Nummer 1 für dein Gehirn. Da funktioniert dein Gehirn am besten und hat am meisten Energie. Deswegen, wenn du eine niedrige Cholesterinernährung hast oder dich sehr cholesterinarm ernährst, dann kann es dafür sorgen, dass du neurologische Erkrankungen bekommst, weil halt unser Gehirn eben Cholesterin braucht. Und du kannst neurologische Erkrankungen bekommen, wie zum Beispiel Alzheimer, Demenz, Parkinson, du kannst Schlaganfälle bekommen, Herzerkrankungen, Krebs. Also deswegen, eine cholesterinarme Ernährung ist auf jeden Fall schlecht für dein Gehirn. Wow. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Ergänzung eingliedern, damit jetzt kein Missverständnis herkommt. Nämlich das LDL ist kein Cholesterinmolekül, sondern ein fetthaltiges Protein. Und wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass Cholesterin so schlecht gemacht wurde? Und dabei müssen wir auf jeden Fall in die Vergangenheit eintauchen, nämlich 1908. Dort hat nämlich ein russischer Arzt namens Dr. Alexander Injowski eine Untersuchung mit Hasen gemacht, die hauptsächlich Pflanzenfresser waren, und hat ihnen ein Gemisch aus Gehirn, das hauptsächlich aus Cholesterin besteht, und Eigelb gegeben und hat nach kurzer Zeit herausgefunden, dass die Hasen daran gestorben sind. Was jetzt eigentlich nicht verwunderlich ist, weil sie halt eben Pflanzenfresser sind und nicht Fleischfresser. Nichtsdestotrotz hat dann Dr. Alexander Injowski halt eben nach der Ursache geforscht und hat die Hasen aufgeschlitzt und herausgefunden, dass ihre Arterien verstopft waren und hat dann angenommen, dass Cholesterin die Hauptursache dafür war. Das ist ja normal, ne? Dann ein paar Jahrzehnte später, nämlich 1950, hat sich ein Gremium aus Wissenschaftlern, Ärzten und der Pharmaindustrie zusammengesetzt und haben die Cholesterinwerte tausender Menschen gemessen und haben dabei herausgestellt, dass der Durchschnittswert so 250 ist und dass alles über 250 schon gefährlich und zu hoch für dich ist und dass du schon da ein hohes Risiko bekommen kannst, an Herzerkrankungen zu erkranken. Und das haben sie dann benutzt, um halt quasi eben natürlich Geld zu machen. Die haben dann auf jeden Fall Cholesterinsenker verkauft namens Statine. Und mit diesen Statinen haben sie 2004 und 2005 alleine schon 27 Milliarden Umsatz gemacht. Und es war bis dahin das umsatzstärkste Medikament, das sie verkauft haben. Also es hat richtig viel Kohle gemacht. Und bis heute ist wahrscheinlich der Wert auch gestiegen. Deswegen, sie haben damit auf jeden Fall Kohle gemacht. Aber sie haben jetzt nicht auf die Nebenwirkungen aufmerksam gemacht, die ihr Medikament verursacht. Und die Nebenwirkungen waren zum Beispiel oder sind zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Antriebslosigkeit, Depression, Muskelauflösung oder Dauerschmerzen, also Gliederschmerzen oder Gelenkprobleme. Son of a bitches. Und jeder dritte Kunde, der halt eben diese Statine eingenommen hat, kommt mit starken Beschwerden zurück. Also das bedeutet schon, dass du keine Statine einnehmen solltest, weil es auf jeden Fall schädlich für deine Gesundheit ist. Und jetzt stellst du dir wahrscheinlich bestimmt die Frage, ja, was kann ich tun, um keinen Herzinfarkt zu bekommen? Also, was du auf jeden Fall tun kannst, ist es, nicht mehr zu rauchen. Dass du keine verarbeiteten Lebensmittel zu dir aufnimmst. Keine verarbeiteten Fette wie Margarine oder die ganzen Pflanzenöle, Samenöle, die auf jeden Fall deine Entzündungen erhöhen können und dafür sorgen können, dass du halt eben Herzerkrankung bekommst. Dann auf jeden Fall vermeide Zucker, reduziere deine Kohlenhydrate, denn wenn du auf jeden Fall einen erhöhten Insulinspiegel hast, dann kann es dazu führen, dass deine Zellen widerstandsfähig werden gegen das Insulin und das kann dazu führen, dass das Insulin die Glucose in Fett umwandelt und das kann dazu führen zu natürlich Übergewicht, zu Diabetes, zu Krebs oder auch Herzerkrankungen. No, God, please, no, no! Denn du möchtest das auf jeden Fall auch vermeiden. Und vor allem, wenn du auch zu viel Zucker und zu viel Kohlenhydrate konsumierst, dann kann es dafür sorgen, dass dein LDL geschädigt wird. Denn die Glukosemoleküle heften sich dann quasi an dein LDL-Molekül an und verändern es. Und dadurch entstehen freie Radikale. Und freie Radikale sorgen für zum Beispiel Herzerkrankungen oder Krebs. Deswegen möchtest du auf jeden Fall weniger Zucker und weniger Kohlenhydrate konsumieren. Genau. Und was du auf jeden Fall nicht vermeiden möchtest, sondern mehr zu dir aufnehmen möchtest, ist eine Ernährung reich an Cholesterin und Fetten. Denn diese Ernährungsform ist sehr gut für unser Gehirn, unser Herz, unsere allgemeine Gesundheit, unser Immunsystem, also allgemein ist es sehr gut für unseren Körper. Und deswegen möchtest du auf jeden Fall mehr Fette und mehr Cholesterin konsumieren. Und das beweisen auch schon unsere Vorfahren, dass sie dadurch einfach gesünder waren. Also die Naturvölker, die kaum Zivilisationskrankheiten bekommen. Und deswegen ernähr dich auf jeden Fall artgerecht. Okay. Jetzt fragst du dich bestimmt noch, worauf soll ich denn noch bei meinem Cholesterinspiegel achten? Also, worauf du auf jeden Fall achten sollst, ist, wenn du hohes HDL hast, niedrige Triglyceride, dann bekommst du das LDL-A-Partikel ab und das LDL-A-Partikel ist 90% in deinem LDL enthalten und ist nicht gefährlich für dich.
Das bedeutet, du könntest 50 Eier zu dir aufnehmen und es würde sich nichts ändern. Also deine Cholesterinwerte würden nicht steigen. Wenn du jetzt aber einen niedrigen HDL hast, hohe Triglyceridwerte, dann bekommst du mehr ein LDL-B-Partikel. Und der kann gefährlich für dich sein. Also der kann dafür sorgen, dass deine Arterien verstopft werden. Und woher kommt es, dass du halt sehr viel Triglyceride bekommst oder dass deine Triglyceride sich erhöhen? Das kommt vom Zucker. Deswegen möchtest du auf jeden Fall weniger Zucker konsumieren und weniger Kohlenhydrate. Denn somit hast du auf jeden Fall keine Gefahr, an Herzerkrankungen zu erkranken, Krebs zu bekommen, Schlaganfall zu bekommen oder sonst was. Deswegen, wie gesagt, Zucker reduzieren, Kohlenhydrate reduzieren, mehr gesunde Fette konsumieren und mehr Cholesterin konsumieren. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden. Gut, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass dir dieses Video sehr gefallen hat und dass du es sehr informativ gefunden hast und dass du es auf jeden Fall weißt, dass Cholesterin nicht hauptverantwortlich ist für Herzerkrankungen. Also, wenn dir das Video tatsächlich gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mich nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David.